Hallo zu einem neuen Video. Heute habe ich wieder Post bekommen von Rademacher und das wollen wir uns jetzt zusammen mal angucken. Und zwar habe ich jetzt hier diese coolen Zwischenstecker und die sind gedacht, um eben verschiedene elektrische Geräte über das Smart Home System eben aktivieren oder deaktivieren zu können. Ja? Und die stellt man einfach dazwischen und genau, sieht man es auch. Also sie können bis zu 8 Ampere können die schalten. Und das Coole an denen ist, also sie schalten auch bei, also die Kommunikationsfrequenz ist diese 435 MHz. Das hat den Vorteil, dass ihr also eine gute Durchdringung der Räume habt, also ähnlich wie das Deck-System eben auch. Und ja, genau. Und wie gesagt, halt eine sehr hohe Schaltleistung. Das heißt, es ist eigentlich fast egal, was ihr da dranhängen habt. Also die können extrem viel schalten und hier sieht man es auch. Also wir können hier auch eine Kaffeemaschine oder richtig große Glühbirnen. Neonröhren sind kein Problem. Hier ist es mit induktiver Last gemeint. Kapazitive Lasten wie eben LED-Lampen können wir eben auch ohne Probleme schalten. Bis zu 150 Watt, also LED-Lampen haben meistens nicht so viel. Ja, und das wollen wir jetzt uns mal genau angucken. Also ich habe jetzt hier zwei Stück und ich habe da auch schon ein konkretes Szenario im Kopf, was wir uns dann da eben auch mal genauer anschauen werden, wie wir das dann benutzen. Und ja, es ist halt kombinierbar mit dem HomePilot. Das ist das, was ich habe. Und hier gibt es auch noch dieses Start-to-Smart, System. Und ja, wir können dann eben per App oder eben auch über Fernbedienungssysteme und ähnliches können wir das dann eben auch mit kombinieren und schalten. Genau, also eine schöne Sache. Jetzt gucken wir uns das mal an. Ich finde es auch vom Design her schon recht kompakt. Genau, und hier sehen wir schon dieses Zwischensteckelement. Das ist wirklich sehr schön kompakt gemacht. Ah, das ist hier ein Gummiring. Ah, ich dachte erst, das ist Plastik, aber das ist hier ein Gummiring. Also das fässt sich auch sehr schön an. Dadurch lässt sich das bestimmt auch gut rein und rausziehen. Und ja, also für 8 Ampere, das ist schon eine ganz ordentliche elektrische Leistung. Da ist dann in diesem kompakten System natürlich auch einiges an Elektronik notwendig. Das haben die hier auch sehr platzsparend gelöst. Also es ist wirklich wie ein Zwischenstecker bloß. Und ja, genau. Ja, dann gibt es hier noch Gebrauchsanweisungen und so weiter und so fort. Und deswegen werden wir uns das jetzt gleich auch mal im Einsatz angucken. Also ich habe mir das jetzt vorgestellt, dass ich damit eben Lampen zuschalten kann. Und das werden wir jetzt gleich mal ausprobieren. So, das ist jetzt die Lampe, die wir jetzt hier gleich schalten wollen. Und weil normalerweise die Steckdose hier hinter dem Schrank ist, nehmen wir jetzt einfach mal die hier drüben. Und wir stecken jetzt einfach hier das Gerät zunächst erstmal rein. So, jetzt leuchtet die schon mal grün. Und jetzt müssen wir dem System hier noch erklären, dass wir sie hinzufügen wollen. Und das hier ist auch gleichzeitig ein Taster, dieser Button hier oben. Und den drücken wir mal. Jetzt läuft dieser Anmeldemodus. So, jetzt habe ich das Gerät angemeldet. Jetzt können wir auch die Lampe mal einstecken. So, dafür schaltet man die jetzt mal ein. Jetzt ist die Lampe auch an. Jetzt gucken wir mal, wie wir drauf drücken. Geht die Lampe aus. An. Also wir können sie jetzt auch über diesen Taster hier oben benutzen. Und jetzt gucken wir gleich nochmal, ob wir sie auch über die App aktivieren und deaktivieren können. Ja, die Lampe kann ich jetzt schon per App ein- und ausschalten und da ich das aber hier mit dem Video nicht gleichzeitig demonstrieren kann, habe ich jetzt auch schon schnell die Alexa-Sprachfunktion hinzugefügt und ich kann jetzt sagen, Alexa, Herr Nilsson ein. Okay. Ja, und schon funktioniert das Ganze.
Und ihr könnt natürlich auch noch viele lustige andere Namen dem Ganzen geben. Ihr könnt auch einfach sagen, es ist eure Tischlampe oder wie auch immer. Ja, und das Gute ist halt wirklich, ihr habt halt hier die Möglichkeit, über diese Schalterfunktion noch manuell ein- und auszuschalten. Und was ich halt auch sehr praktisch finde, ist halt wirklich die Geschichte, dass ihr das Ganze auch mit einer Zeitschaltuhr versehen könntet, zum Beispiel, wenn ihr das möchtet. Also ihr könnt auch nach einer bestimmten Zeit sagen, okay, geh nach einer bestimmten Zeit automatisch wieder aus. Oder ihr könntet sagen, zu der in der Zeit geh an, zu der in der Zeit geh wieder aus. Oder wenn die Sonne untergeht, macht die Lampe automatisch an. Also all solche Geschichten könnt ihr mit diesem lustigen System hier umsetzen. Und ja, das Gute ist, ihr müsst euch nicht mal Gedanken machen, wie viele Birnen da jetzt hinten dran hängen, weil bei der elektrischen Leistung braucht ihr euch da einfach gar keine Gedanken machen, wenn ihr damit Lampen schaltet. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, die kurze Demonstration hier, und ja, bis demnächst. Alexa, Herr Nilsson ein. Alexa, Herr Nilsson aus.